Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Match in horrendem Tempo von 8.449 Zuschauern schlägt der ZSC der Schlitzschuhkopf Bern mit 5:2. Patrick Bertschi bringt Zürcher in der 12. Minute 1-0 in Führung. Dann Chancen auf beiden Seiten mit einem hohen Tempo im ersten Drittel. Und in der 27. Minute, 5 Minuten Schlaf gegen den Siegenthaler, vielleicht etwas streng. Und der Ausgleich durch Holiday. 6 Minuten später gehen Berner gar in Führung durch Alain Berger zum 2:1. Aber im letzten Drittel, Bern will den Vorsprung über die Distanz bringen. Hauptsächlich in der Abwehr. Das hat sich nicht ausgezahlt. Robert Nilsson in der 47. Minute gleicht aus. Tolle Stimmung auf der Rang. Und dann ist es entscheidend geworden. Chris Baltisberger schießt 3:2. Bern nimmt den Goalie raus. Und in der Schlussphase mit einmal mehr ohne Goalie. Pierre Bergeron und Künzli erhöhen auf 5:2. Ein toller Match vom ZSC, wo die Berner geschlagen haben. Begeisterung im Hallenstadion. Und wenn es so schön ist, nochmal das Resultat. ZSC 5, Bern 2. Chris Baltisberger, ein toller Match mit hohem Tempo und sicher ein verdienter Sieg. Vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, es war sicher ein sehr enges Spiel. Bern ist natürlich eine gute Mannschaft. Ich denke, das erste Drittel hat uns gehört, das zweite dann rein. Und im letzten Drittel haben wir noch einen Gang zulegen und sind natürlich glücklich, dass wir heute haben gewinnen können. 5 Minuten Strafe hat der ZSC kassiert. Vielleicht ein bisschen streng? Ich habe die Situation nicht gesehen. Ja, hier entscheidet, bleibt uns nicht immer anders übrig als einfach weiterspielen. Wir haben natürlich versucht, die Strafe zu killen, ist uns nicht gelungen. Aber ich denke, wir haben es positiv rausgenommen. Ich denke, es hat uns ein bisschen aufgeweckt. Auch die Fans sind nachher gekommen und haben das dann vor allem im letzten Drittel gedreht. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich glücklich, dass wir heute gewinnen können. ZSC ist ja mit einem Rückstand ins letzte Drittel gegangen. Bern hat versucht, mit intensivem Verteidigen den über die Distanz zu bringen. Es hat nicht geklappt. ZSC im Angriff schwächer wie Bern in der Abwehr. Ja, wie gesagt, wir haben gewusst, wir müssen noch einen Gang zulegen. Ich denke, es ist schon gelungen. Wir haben versucht, viel Puck aufs Goal zu bringen und sind natürlich dort zwei Powerplay-Goal machen können. Das war sehr wichtig. Und ja, ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt heute. Du bist ja zurückgekommen aus Kanada. Wie hat es dir dort gefallen? Was hast du Neues gelernt? Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe vieles gelernt, aber ich habe natürlich auch gefreut auf die Jungs und vor allem auf die Fans. Es ist natürlich cool, dass ich wieder da bin. Auf Anfang hat er gelernt, wie man Goal schießt. Das hat er heute wieder bewiesen. Chris Baltisberger. Lukas Fühl, jeder Goal hat gerne einen Shutout. Aber ich glaube, wenn man 5-2 gönnt, dann kann man auch die zwei Goal gut verdauen. Ja, klar, ist super. Vor allem, wir sind 2-1 hin, sind ins Dritte. Wir haben das viel vorgenommen. Und prompt ist es aufgegangen. Ich glaube, im Dritten sind wir klar die beste Mannschaft gewesen. Wahrscheinlich haben die Berner gehofft, sie bringen den Vorsprung über die Distanz. Haben sehr defensiv gespielt. Hat sich nicht ausgezahlt. Ja, ich glaube, Berner haben vielleicht mehr defensiv gespielt. Aber wir sind viel besser Schlittschuh gefahren als die ersten zwei Drittel. Und ich glaube, nachher haben wir mit unserem Tempo gut Hockey können zeigen. Als Goalie hat man ja vorhin eher Mordsübersicht. Wo hat der ZSC seine Stärken gehabt? Ich glaube wirklich im Schlittschuhfahren. Weil unsere super Stürmer und unsere genialen Verteidiger so schnell Schlittschuhfahren, dann alle anderen Teams Mühe gegen uns. Und das hat man gesehen im dritten Drittel. Das war Lukas Frühler, wie immer ein glänzender Interviewpartner.